Meine Lieben, darf ich vorstellen, eine Vitaminbombe. Ja, Spitzkohl, Weißkohl hat unglaublich viel Vitamin C und da mache ich ein karamellisiertes Chili-Weißkraut mit einer knusprigen Entenbrust. Meine Lieben, das ist die Entenbrust und vielleicht muss ich es ganz kurz vorweg sagen, das könnte jetzt auch eine Hähnchenbrust mit Haut sein. Funktioniert genau gleich. Diese schöne Entenbrust, ja, hat hier so, ja, eine Sehne, ja, das ist so, nennt man so eine Art Silberhaut und diese Sehne könnte man so ein bisschen rausschneiden, ja, dann tut man sich nachher leichter beim Essen. Und jetzt diese schöne Haut mit einem unfassbar scharfen Messer, ja, das ist mein Laserschwert hier. So, vorsichtig einschneiden. Und meine Lieben, jetzt kommt das Allerwichtigste. Das Anbraten von Geflügel mit Haut, ja, und zwar anbraten in der kalten Pfanne. Das heißt, die Pfanne ist noch kalt, ich gebe in die Pfanne schön mein hochgeliebtes Meersalz und jetzt legt ihr die Entenbrust in die kalte Pfanne, ja, in die kalte Pfanne und gebt jetzt erst Power, obendrauf natürlich auch ein bisschen Salz und hier dann auch Pfeffer. So, jetzt wundert ihr euch, wieso anbraten in der kalten Pfanne? Ganz klar, überlegt mal, wenn die Entenbrust mit der Haut in die heiße Pfanne kommt, dann dreht sich die Haut auf und in der kalten Pfanne, so wie hier, hat die ganz gemütlich Zeit eben zu braten und die Haut wird richtig schön knusprig. Das dauert jetzt ungefähr so, ich würde mal sagen, 3,5 Minuten. Relativ kräftig auf der Hautseite braten. Warte mal, was da passiert. Wenn die Haut so ausschaut, ja, eben drehen, was ich eben gemacht habe, und dann auf kleiner Temperatur ungefähr 5 Minuten fertig braten. Okay? Das lassen wir jetzt mal. So, ich habe die Ente ein bisschen in den Ofen gestellt, ja, so 120 Grad, ein paar Minuten nochmal vorsichtig nachgaren lassen. Jetzt kommt aber auch so ein ganz wichtiges Detail, und das wichtige Detail heißt das Gemüse. Begleitet mich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre, oft gekocht, oft zubereitet. Ich liebe das. Ihr nehmt den Weißkohl, den Spitzkohl, das Weißkraut und schneidet es erstmal in feine, schöne Streifen. Okay, zur Seite. Dann kommt dazu frische, leckere Schalotten, Bonanotte. Zwiebel gehen natürlich auch, klar. Aber die Schalotte ist so ein bisschen feiner, eleganter. Leckerer. Dann ein bisschen Knoblauch und last but not least, schöne scharfe Chili. Heißt ja Chili-Weißkraut. So, und das sind die Zutaten. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommt das Allerwichtigste, die Zubereitung. Ihr braucht eine richtig schöne heiße Pfanne. Und in diese heiße Pfanne kommt jetzt dann gleich Butter rein. Bevor die Butter aber reinkommt, mache ich das so, dass ich den Kohl dazu gebe. Zwiebel, Knoblauch, Chili. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich die Butter vorher rein tue, habe ich riesen Alarm. Das habe ich jetzt nicht. Also, jetzt kommt die Butter rein. Und jetzt ganz kurz, knackig, massive Temperatur anbraten lassen. So richtig heiß. Dass es richtig schön brät, dass der Kohl Farbe bekommt. Und dann kommt auf die Menge ein Esslöffel Zucker dazu. Oder 1,5 Esslöffel. Für den Salz natürlich. Und jetzt braten lassen, was das Zeug hält. Der Zucker karamellisiert, bekommt so eine ganz feine, leckere, ja, Karamellnote. Achtung. Chili-Dose, ja? Die könnt ihr auch selber machen oder kaufen, wie ihr wollt, mir egal. Und die kommt jetzt noch hier rein. Hey, seht ihr mich noch? Einer meiner Lieblingsgerichte. Extrem schnell, extrem gesund, kostet nicht viel
Und vor allen Dingen schmeckt es saumäßig lecker. Wirklich saumäßig lecker. Und das könnt ihr pur essen, dieses schöne Chili-Reiskraut. Oder eben zu Geflügel. Ja, zu Fisch natürlich auch sensationell. Ja, wenig Kohlenhydrate, wenig Kalorien. So, und darauf kommt jetzt gleich die Ente. So. Schräg aufschneiden. Machen wir so 4-5 Scheiben. Und vielleicht die Entenbrust vorher so ein bisschen auf den Küchenkrepp legen, ja, dass sie so ein bisschen aussaften kann. Und jetzt. Ja. So, und oben da, so drumherum, ich habe so ein bisschen Creme Fraiche aufgerührt mit ein bisschen Wasabi-Paste. Und die kommt noch dazu. So, oben drauf, das geliebte Meersalz. Voila! Hänsel Blitzrezepte! Saumäßig gut, saumäßig schnell, saumäßig lecker und total gesund. Guten Appetit.